Schönen guten Abend, dann machen wir mal weiter in dieser wunderbaren, schönen Stadt mit diesen vielen, vielen Gebäuden und anscheinend auch viel, viel Text. So, warum ist dieses Gebäude so schwer bewacht? Aber ich glaube, ich war schon in der letzten Folge dort drinne. Verzeiht mir, das war gestern bzw. vorgestern. Ach ja, das war das Gefängnis. Hier dürfen wir ja nicht rein, da dürfen nur Bunkerbewohner rein. Hier ist auch so ein schönes Bild. Du siehst nichts Ungewöhnliches. Okay. Ach, hier ist auch die Ziffer vom... Nee, ich dachte, dass ich hier irgendwo eine Ziffer erkenne, aber... Nein, leider nicht. Wäre nämlich interessant gewesen, was für eine Bunkernummer das ist. Gut, dann haben wir tatsächlich den kompletten Bildschirm hier alles soweit durchsucht, angesehen, angesprochen. Ich dachte, wir hätten hier noch ein, zwei Gebäude, aber scheinbar haben wir alles durch. Und ich nehme an, im Park stehen nur Diener. Das ist eine Dienerin, das auch. Sie auch, nicht das auch. Diener, Diener, Diener. Ich drücke bei der Umschalttaste, ob wir hier noch irgendwas finden, was herumliegt. Aber nein. Okay, dann machen wir mal weiter Richtung Norden. So, du hast das Bunker-Stadtratgebiet betreten. Mit noch mehr Gebäuden. Wobei das geht, weil wir hier ein großes haben und hier vorne ein paar kleinere. Dann nehme ich an, dass wir das in der Folge hier auch durchbekommen. Wird wieder relativ textlastig sein. Ich habe übrigens in der letzten Folge erwähnt, dass wir uns das Auto kaufen können. Aber ich habe noch finster in Erinnerung, dass es Benzin braucht, beziehungsweise irgendein Rohstoff, damit wir es überhaupt fahren können. Deswegen spare ich mir jetzt mal den Weg zurückzurennen. Ich glaube sogar zu wissen, was das benötigt, damit wir es fahren können. Nicht, dass ich dann diese 2000 rein investiere und dann kann ich es keinen Zentimeter bewegen und muss wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Und das klaut uns Zeit und in diesem Zeitraum kann es passieren, dass unser Stamm wegstirbt. Das möchte ich natürlich nicht. Hä, du siehst Geld? Achso, weil ich gerade im Inventar war und das Geld ausgewählt habe. So, das sieht aus wie eine kleine Wachhütte. Das sind auch zwei Wachmänner, also... Na gut, können wir mal kurz ansprechen. Denk dran, du hast nur bis 18 Uhr Zeit. Okay, hier sieht es aus wie eine kleine hübsche Bar. Das wird eine Dienerin sein, ja. Du siehst einen Burger in einem leuchtend blauen Overall. Sieht aus wie ein Bunkerbewohner-Overall, aber ohne die Nummer auf dem Rücken. Das ist ganz schön fies, dass sie die Nummer nicht drauf haben. Das machen sie bestimmt mit Absicht, dass wir nicht sofort erkennen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bunker 13 ist. Klar, das riecht, sieht man doch, dass du ein Outsider bist. Was haben wir denn hier? Ich hätte eben nicht so viel synthetischen Alkohol trinken dürfen. Ach, hier ist eine Bar, wie ich gerade sehe. Lucy's Schild, Besprechungszimmer. Okay. Hm. Ist das der Barname oder ist es tatsächlich ein Besprechungszimmer, was ich nicht glaube? Ah, dann werden wir nachher mal reinschauen. Klar, das riecht, sieht man doch, dass du ein Outsider bist. Ja. Das sieht aus wie eine normale Wohnung. Geht's ja eigentlich noch weiter oder war das komplett Bunkerstadt? Das war komplett Bunkerstadt. Beziehungsweise ist Bunkerstadt. Ich will da rein. Ja gut, das sind nur normale Bürger. Die sagen nichts Spezielles. Deshalb hat sich dieses Gebäude schnell erledigt. So, das ist auch eine normale Wohnung beziehungsweise Wohnhaus. Diener, zwei normale Bewohner. Ich denke mal, das ist verdammt interessant, wenn man eher ein Dieb spielt, das alles leer zu räumen. So, der Raum ist doch bestimmt wichtig, beziehungsweise das Gebäude hier. Ja, das sieht ja aus wie eine Bar. Also heißt die Bar tatsächlich Besprechungszimmer. Interessant. Wir haben hier sogar mal einen Typen mit einer eigenen Kleidung, mit einem eigenen 3D-Modell, beziehungsweise 2D-Modell. Wir können uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Wachmann, das hier dürften auch nur Diener sein. Normale Bürger nehme ich an. Da
brauchen wir gar nicht hoch. Sieht auch ziemlich nett aus, ein Park und in der Mitte so ein kleines, ja, so eine Sitzecke. Da kann man bestimmt prima Schach oder Mensch ärger dich nicht spielen. Ich denke mal, hier ist das Leben sehr angenehm. Das dürfen auch alles Diener sein, hier genauso. Nicht, dass ich eine wichtige Person übersehe, aber scheinbar nicht. Gut, er ist definitiv wichtig. Der Barmann. Du siehst einen Barkeeper.
Sei gegrüßt, Fremdling. Ich bin die Erstbürgerin Lynette. Darf ich fragen, was dich hierher führt? Nein, nein, wir leben nicht im Bunker. Das war nur vorübergehend, um ein paar Auserwählte vor dem Krieg zu schützen und ihnen danach beim Aufbau einer neuen Welt zu helfen. Da hast du etwas Falsches gehört. Unser Bunker erhielt 2 Jahre nach seiner Versiegelung grünes Licht. Von Überwachungsmonitoren nehme ich an. Ich bin sicher, es gab Sensoren zur Überwachung der Umgebung. Wie hätte der Aufseher sonst wissen können, wann es sicher war, den Bunker? Wahrscheinlich hat man sie für die Aufrüstung anderer Systeme benutzt. Ja, ich glaube, so stand es in den Archiven. Ich bin sicher, dass viele Bürger für die Überwachung der Oberflächensensoren verantwortlich waren. Wahrscheinlich hat man sie für die Aufrüstung anderer Systeme benutzt. Ja, ich glaube, so stand es in den Archiven. Ich bin sicher, dass viele Bürger für die Überwachung der Oberflächensensoren verantwortlich waren. Die Archive sind in unserem Bunker. Sie sind nur für Bürger zugänglich, nicht für Outsider. Sprich mit Prokonsul Gregory. Er ist befugt, den Bürgerschaftstest durchzuführen. Er ist im Besprechungszimmer am Ende des Korridors. Das heißt, es gibt noch einen anderen Weg, Bürger zu werden? Statt den Test zu machen, könntest du dein Interesse an den Bunkern noch sinnvoller unter Beweis stellen. Als Outsider hast du die einzigartige Möglichkeit, uns aus einer heiklen Situation zu helfen. Ich gebe dir eine Chance, die nur wenige Outsider kriegen. Du kannst den Test machen, wenn du willst. Aber uns aus dieser Situation zu helfen, könnte sich als lohnenswerter herausstellen. Verstehen wir uns?
Nordöstlich von hier ist eine andere Stadt, falls man es als solche bezeichnen kann. Dort leben Kreaturen, die das Grundwasser mit gefährlicher Strahlung verseuchen. Diese Dinge betreiben ein defektes Atomkraftwerk. Die sind immun gegen Strahlung, verstehst du? Denen ist egal, ob sie uns mit ihren Giften langsam umbringen.